bin nicht nur Vorstandssprecher der Grünen in Leipzig, sondern auch Direktkandidat für den Sächsischen Landtag, der am 30.08. gewählt wird. Ich trete im Wahlkreis 27 an, das heißt im Gebiet Grünau, Böditz, Ehrenberg, Miltitz. Und heute Abend ist die Podiumsdiskussion, wo ich heute Abend unseren Landtagsabgeordneten Michael Weichert vertrete, weil der heute leider unabkömmlich ist. Das ist der Wahlkreis 30. Und wenn Sie sich und Ihrer Umwelt was Gutes tun wollen, dann sollten Sie am 30.08. grün wählen. Leipzig hat eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquote und das Problem ist, dass die Stadt Leipzig das jahrelang hat vermissen lassen, Schwerpunkte im Bereich der Unternehmensförderung, im Bereich der Wirtschaftsförderung zu setzen. Die Stadt hat jahrelang auf das Modell der Dinosaurier gesetzt, das heißt BMW und Porsche, und man muss einfach feststellen, dass diese Zeit dieser großen Ansiedlung, die ist vorbei. Und die Stadt hat immer noch nicht begriffen, und das ist ein Grundproblem, dass wir hier in der Stadt natürlich, ich habe dazu auch ein Gespräch mit Solare, und die hatten ähnliche Probleme, dass die Stadt immer noch nicht begriffen hat, dass die schwerpunktmäßig auf den Bereich des Mittelstandes aufsatteln muss, weil da hat Leipzig Bedarf und da kann Leipzig auch einen Arbeitsplatz dazu gewinnen. Und es ist ein Problem mit den 170 Firmen, das sehe ich genauso. Ich sehe das nicht ganz so wie die FDP, die alles privatisieren will, weil ich der Meinung bin, dass im Bereich der Daseinsvorsorge die Stadt einige Mittel zur Verfügung haben muss, um Einfluss zu nehmen. 170 Stück auf jeden Fall nicht. Das ist ein Firmengeflecht, ich kenne den Beteiligungsbericht der Stadt und ich muss sagen, der ist im Prinzip für wer Wirtschaft nicht studiert hat, für den ist das fast nicht mehr durchzusehen. Was wir als Grüne vorgeschlagen haben, ist nicht, dass zusätzliches Geld genommen wird, sondern dass wir im Bereich der Bildungspolitik eine andere Schwerpunktsetzung haben. Das heißt, das Geld wird jetzt schon ausgeteilt, dass wir das erst so ein Stück weit anders verteilen. Und zur Förderung des Handwerks haben wir ganz klar gesagt, aus dem Konjunkturpaket 2 kriegt Sachsen 800 Millionen. Und von den 800 Millionen wollen wir, dass ein Förderprojekt aufgelegt wird, über 100 Millionen für die energetische Gebäudesanierung im Bereich des Stadtumbaus in Sachsen, weil wir haben momentan eine Sanierungsquote von 3% in Sachsen, die der Altbau tatsächlich energetisch saniert ist. Das heißt, da gibt es einen immensen Bedarf. Wenn das über 5 Jahre machen würde, hätten wir danach eine 10%-Quote. Und das ist tatsächlich ein Bereich, in dem Arbeitsplätze entstehen können. Das ist durchgerechnet. Und aus meiner Sicht ist das dringend notwendig. Damit können wir das lokale Handwerk einfach auch unterstützen. Und da können Arbeitsplätze entstehen.